Ich bin Rick Dalton. Ist mir eine Freude mit Mr. Schwartz. Nenn mich Marvin. Schlag ein. Ist das dein Sohn? Nein, das ist mein Stunt-Double Cliff Booth. Letzte Nacht haben wir uns ein Rick Dalton Double Feature angesehen. Die ganzen Schießereien. Ich liebe es. Du weißt schon, das Töten. Ganz viel Töten. Jemand frittiertes Sauerkraut bestellt? Brennt ihr Nazi-Bastarde! Also es fängt so an mit einer Sichtung vom Film, sag mal so. Und du guckst dir die Stellen eigentlich schon mit so einem wachen Auge an und denkst, ah, das könnte schwierig werden, übertragen ins Deutsche. Und meine Hauptaufgabe ist ja eigentlich, die Vorbereitung zu machen für den Autor. Mein Name ist Stefan Klaptor. Ich war bei dem Film Once Upon a Time in Hollywood für die Übersetzung aus dem Englischen verantwortlich. Ich bin jetzt nicht gefordert, unbedingt mit der idealen Lösung aufzuwarten, sondern es geht eigentlich darum, Wortspiele zu erklären, auf was sich Sachen beziehen. Aber dass man eben die Basis legt dafür, dass jemand sagen kann, ach, ich kann damit spielen, ich kann mit dem Deutschen spielen. Und das sollte schon ein gutes Deutsch sein, sagen wir mal so. Also die Herausforderung war sicher, dass das ja ein Zeitstück war aus der Zeit von Ende der 60er Jahren. Das heißt, diese Authentizität, also es musste halt in die Zeit passen. So. Jetzt ist Tarantino jetzt auch einer, der mit den Zeitebenen oder mit den Zeitgenauigkeiten nicht so ganz hundertprozentig hat. Das heißt, man konnte vielleicht auch sagen, es durfte auch ruhig mal was Moderneres sein. Aber prinzipiell war halt die Tatsache, dass man sich da anpassen muss. Bin ich voll am Arsch. Und wen habe ich auch noch als Nachbarn? Ich bin Sharon Tate. Ich bin in dem Film. Sie sind da drin? Das bin ich. Ich spiele Miss Carlson, den Tollpatsch. Ich habe mich über diese Sharon Tate-Mörder natürlich, über den Mord informiert. Generell bei historischen oder wenn es auf irgendwelchen wahren Tatsachen beruht, dann guckt man natürlich hin und sagt, ah, das stimmt, das waren alles echte Personen. Also ihre Freunde, die ja mit da ermordet wurden, die gab es halt wirklich, die im Film dann überleben. Aber ich habe mich halt vorher erkundigen müssen und habe das natürlich nachrecherchiert. Die Herausforderung beim Texten, die größte Herausforderung ist, das Original in all seinen Nuancen zu treffen. Im Sprachwitz, wenn es notwendig ist, wirklich alle Nuancen, auch die unterschiedlichen Sprachen der Figuren, da muss man drauf achten. Natürlich ist es auch wichtig, dass es synchron ist, gar keine Frage. Aber das allererste ist der Inhalt und es wird immer wichtig sein, den zu erwischen, damit das Publikum sich auch mitgenommen fühlt. Ich bin Christoph Tschirpka und bei diesem Projekt verantwortlich für die Synchronregie und das Dialogbuch. Ich baue nicht nur auf der Rohübersetzung auf, ich gucke mir das sehr wohl Tag für Tag sehr genau an, denn ich sitze letztlich wie ein Narr vor einem Computer und spreche jeden einzelnen Satz ein, bis er meines Erachtens synchron und inhaltlich stimmig ist. Brennt ihr Nazi-Bastarde! Labiale und Anatmer sind zwei wesentliche Dinge im Synchron. Anatmer ist im Grunde, was der Name schon sagt. Man holt Luft, um dann den Satz zu beginnen. Das ist der klassische Anatmer. Der Labial ist ein Mundschluss. Also wirklich, wo der Mund, wie hier beim Mund so schön zu sehen ist, auch zugeht. M, P, solche Geschichten. Die sind schon zu berücksichtigen. Das fällt auf, wenn man da ungenau ist. Du bist noch bei Rick, hä? Immer noch. Du kannst mit ihm machen, was du willst. On ist, wenn man den Menschen, in dem Fall in unserem speziell den Mund sieht, ich muss nicht den ganzen Menschen sehen. Off bedeutet bei uns, wenn man ihn nicht sieht, auch hier bezieht es sich im Wesentlichen wieder auf den Mund. Wir haben noch andere Unterscheidungen. Konter zum Beispiel, das ist, wenn man jemanden vom Rücken her sieht, also vom Hinterkopf. Ganz wichtig, also das ist eine große Hilfe für uns, weil es uns Freiheiten gibt, manchmal Textteile dorthin zu legen, die wir anders nicht unterbekommen, dass ich einen Satzbau so machen kann, dann stelle ich es mir eben so hin, dass ich den Teil, den ich hier synchronisch bekomme, in den nicht sichtbaren Bereich lege. Ich habe dich als Schauspieler engagiert, nicht als Fernseh-Cowboy. Du bist besser als das. Slang
ist für uns ein Riesenproblem. Es gibt Milieus natürlich, die wir auch kennen, wenn man in französischen Filmen im Banlieue ist. Das kennen wir, haben wir in gewisser Weise auch durch die arabisch-türkisch geprägten Sachen, die wir in Berlin zum Beispiel haben. Tarantino ist furchtbar in der Hinsicht, weil er minutiös mit diesen Dingen arbeitet, ohnehin seine Texte schreibt fürs Amerikanische. Also da sitzt du eigentlich immer bloß und bist nahezu am Verzweifeln, um irgendwie zu übertragen, was er macht. Diese Geschichten, wenn ich bei Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel alleine nur mal überlege, der DiCaprio kommt mit einem gewissen Missouri-Akzent. Das haben wir nicht. Wir können den nicht in Mundart sprechen lassen. Es hat aber eine Auswirkung auf die Figur. Also dann schaut man, dass man bei anderen Sachen zugreifen kann, dass man die charakteristisch sind für die Figur. Aber Tarantino ist immer für mich der Versuch, irgendwie auf möglichst hohem Niveau letztlich zu scheitern. Na gut, was ist los, Partner? Es ist offiziell, alter Freund. Ich bin jetzt out. Beim Taken geht es im Grunde darum, den Film in kleine Häppchen zu unterteilen, um ihn überhaupt greifbar und bearbeitbar zu machen. Ich bin Robert Arndt und verantwortlich für den Schnitt während der Produktion und das Eintaken des Films. Ja, letztendlich mache ich beim Taken nichts anderes als eine Tabelle. Das dient uns dann in allen Arbeitsschritten als Grundlage, dass man weiß, wie viel Studiotage brauchen wir überhaupt. Die Aufnahmeleiter disponieren auf dieser Grundlage. Das heißt, sie wissen dann, okay, den Sprecher brauche ich für so und so viele Stunden und dann mache ich da so und so viele Termine raus und dann können sie das so eintakten und die Aufnahmen so planen. Ein Take, man sagt immer so, ist von der Länge her zwischen 6 und 8 Sekunden, aber das ist nur so eine Grundlage. Es gibt halt Takes, die sind 2, 3 Sekunden, es gibt dann auch mal welche, die sind 10 Sekunden. Das hängt ja auch immer ganz vom Film ab. Es gibt natürlich so einmal den Synchronrhythmus. Das heißt, man achtet darauf, dass es nicht zu lang ist. Aber vom Spiel her achtet man natürlich darauf, dass es nicht zu kurz ist. Also so halbe Sätze lassen sich auch oft schwerer spielen. Zum einen gibt es ja die Kategorie Feststimmen. An die wagen wir uns nicht ran, die umzubesetzen. Und die Nebenrollen werden in Absprache mit dem Regisseur ganz einfach besetzt. Ich bin Tobias Jahn, Aufnahmeleiter bei der Ayuno Germany GmbH und hier verantwortlich für viele Serien, Filme und Dokumentationen. Wir rufen beim jeweiligen Disponenten an, fragen den Zeitraum grob ab, sofern wir den schon wissen, fragen da an, wie wir dann da stehen würden, ob wir in Position 1, Position 5 oder 10 stünden. Und wie realistisch es ist, den Sprecher zu der Zeit zu disponieren und mit ihm eine Rolle, sagen wir, von 400 Takes aufzunehmen. Das dauert dann ja auch ein paar Tage und dafür muss der Sprecher auch wirklich Zeit haben. Und dann bekommen wir halt eine Vormeldung vom Disponenten und wissen dann, wen wir alles fragen müssen. Nehmen wir an, wir stehen an Position 5, da müssen wir vor uns 4 Kollegen fragen, wenn es dann soweit ist, ob ich denn Sprecher X für das Projekt bekommen kann an dem Tag. Wenn alle dann, die vor mir stehen, sagen, ist okay oder du kannst ihn von da bis da haben, dann kann ich zugreifen und den Sprecher zu mir ins Studio holen. Eine gute Stimmung im Atelier ist meines Erachtens extrem wichtig. Insbesondere die Schauspieler, letztlich alle im Studio, aber gerade die Schauspieler und Schauspielerinnen müssen emotional viel aus sich rausgehen und hergeben. Sie müssen die Möglichkeit haben, sich sicher zu fühlen. Gilt übrigens auch für mich. Auch ich muss in der Lage sein, sagen zu können, Mensch, ich habe mich hier geirrt, ohne dass ich das Gesicht verliere. Aber wie gesagt, die Emotionen der Schauspieler müssen kommen und dazu muss Vertrauen da sein. Ganz, ganz wichtig. Oft ist auch ein Lachen, gerade bei schwierigen, bei schlimmen Filmen, hilfreich, weil es einfach auch den Druck mal rauslässt. Also eine gute Stimmung halte ich für maßgeblich im Studio. In dieser Stadt kann sich alles ändern. DiCaprio ist ein sehr präziser Schauspieler, der auf engstem Raum die kleinsten Wendungen macht. Also wirklich sehr präzise spielt, sehr, sehr getimed spielt, Mimik, Gestik ganz präzise einsetzt. Insofern ist das schon immer eine große Herausforderung, dem dann auch gerecht zu werden in der deutschen Synchronfassung. Ich glaube, einen guten Regisseur macht aus, dass er
das Potenzial der Schauspieler oder dass er hilft, dass die Schauspieler ihr Potenzial ausschöpfen oder vielleicht sogar über sich hinauswachsen und eine Leistung bringen, die einfach im Gedächtnis bleibt. Pass auf, mir ist mir eins wichtig. Wenn dieser Ärger, der da kommt, dieses ganze Wut, er ist klar, seine ganze Lamoyanz, er geht immer, alle anderen sind schuld, das ist sein öffentliches Bekenntnis, das wird auch nie anders. Diese ganze Emotion, die brauchen wir, diese Wut auch, aber die Wut nicht nur nach außen, eigentlich mehr gegen sich selbst. Okay. Okay. Ich komme mit einer für mich schon klaren Vorstellung der Figur ins Studio. Gerade wenn ich selber geschrieben habe, macht man sich ja viele, viele Gedanken darum. Und ich würde aber immer auf die Schauspieler auch hören, Schauspieler und Schauspielerinnen, was sie, wie sie es empfinden, wie sie es machen. Der Austausch an der Stelle ist wichtig. Ich als Regisseur gucke aufs große Ganze hauptsächlich. Der allergrößte Fehler, denke ich, wäre zu glauben, dass es sowieso gut wird. Es ist ganz wesentlich, sich zu hinterfragen, dauernd sich zu hinterfragen. Sind wir da, wo wir hinwollen? Sind wir da, was das Original uns vorgibt? Haben wir jede Nuance erwischt? Wenn man das tut, ist, glaube ich, die schlimmste Fehlerquelle schon mal ausgeschlossen. Nee, spät. Der Impuls noch einmal hören, bitte noch. Die Sprachaufnahmen zu Once Upon a Time in Hollywood haben ungefähr 3 Wochen gedauert. Sowas in dem Dreh ist schon massiv gewesen. Dann gibt es natürlich klassischerweise Änderungen. Tarantino selber bringt nochmal Änderungen an, kommt mit weiteren Fassungen um die Ecke. Man kommt leicht auf 3, 4, 5, 6 Versionen. Mit allem Zip und Zap. Super für mich, hervorragend. Für dich, ja, cool. Sowas von peinlich und das vor der versammelten Mannschaft! Scheiße! Charlie steht garantiert auf dich. Der Sprecher muss sich wohlfühlen, der darf nicht auf irgendwelche technischen Aspekte achten, sondern wir müssen darauf achten und dafür sorgen. Ich bin Maximilian Wolf Salari, Ateliertonmeister und verantwortlich für einen guten Klang und einen sauberen Ton. Das sind vor allem technische Aspekte, also ich bin dafür verantwortlich, dass die ganze Technik läuft, dass das Studio morgens eingerichtet wird, abends wieder ausgeschaltet wird, natürlich die ganze Technik funktioniert vor allem. Ich bin dafür verantwortlich, dass der richtige Take abgefahren wird, dass der Sprecher das sehen kann, dass der Sprecher sich wohlfühlt. Das ist auf jeden Fall so ein Aspekt, den wir immer mit betrachten müssen. Also der Regisseur und der Cutter, die sich auch wohlfühlen müssen, die auch darauf vertrauen müssen, dass wir einen guten Job machen, dass sie sich darum nicht kümmern müssen und dass wir aber auch mal eine Textänderung mit einfließen lassen können, wenn wir eine gute Idee haben oder sowas, dass das einfach eine gute Teamarbeit ist. Bist du ein Schauspieler? Ja, das war jetzt ein bisschen zu wild in der Drehung. Also probieren wir wirklich das Wu nicht abgesetzt, aber so wirklich am Ende erst die Drehung zu machen, genau. Dazu kommt natürlich der Pegel. So, ich meine, wir müssen es gut auspegeln, wir müssen die richtige Lautstärke finden, einmal technisch und natürlich auch künstlerisch. Das heißt, wir hören uns ja immer einmal den Originalton an, jeden Take einzeln. Und dann sorgen wir dafür, dass sowohl der Pegel stimmt, als auch die Lautstärke, die Sprechlautstärke stimmt. Bist du ein Schauspieler? Ja, bitte näher, muss ich noch mal alles gut, bleib so. Es gibt Leute, die verdienen so ihr Geld, ne? Bist du Schauspieler? Nein, ich bin Stuntman. Die Tücken bei einer Sprachaufnahme sind vor allem viele Kleinigkeiten. Das heißt, es kann sein, dass in einem schnell gesprochenen Satz mal bei einem Noch das CH fehlt. Das müssen wir hören können. Das sind so viele kleine Buchstaben, die durchaus mal wegrutschen können. Oder dass das Wort Liebe auf einmal Miebe ist. Das kann passieren. Das sind so Kleinigkeiten, die der Sprecher manchmal gar nicht mitbekommt, aber wir müssen drauf achten. Dann Rachenlaute, Nasenlaute, Klickser, Klackser, das kann alles passieren. Solche Laute kommen vor, aber die müssen wir hören und das ist halt wichtig. Um mein Gehör gut zu schulen, muss man einfach viel hören, viel analytisches Hören üben. Und das heißt, wir hatten im Studium viel musikalische und technische Gehörbildung. Das hat natürlich geholfen, aber auch so Originalton hören, Synchronton hören, sich da einfach weiterbilden, für sich selbst einfach auch Serien, Filme hören, das ist wichtig. Bist du Schauspieler? Nein, ich bin Stuntman. Ich guck mir immer alles an, wenn es geht vorher, um den inszenatorischen Sinnzusammenhang zu erfassen, die Rolle besser zu verstehen und einfach zu wissen, worum es geht. Hey! Du bist Riggs Superstar Dalton. Vergiss das nie. Ja, du musst im Mittelteil deutlich knapper sein, ne? Das hinten ist. Danke. Die Aufgabe des Atelier-Cutters ist, darauf zu achten, dass die Aufnahmen im Atelier schon so synchron wie möglich sind, beziehungsweise dass sie schneidbar sind am Ende. Das heißt, nicht jeder Einsatz kann immer hundertprozentig getroffen werden oder jede Länge.
Da geht es dann mehr darum, zu eruieren, lässt sich das im Nachhinein gut bearbeiten und Sinn ist alles da, was man im Endeffekt für den Schnitt braucht. Hey, du bist Rick Superstar Dalton. Vergiss das nie. Im Synchronschnitt geht es darum, die Aufnahmen aus dem Atelier natürlich so lippengenau wie möglich an das Bild anzupassen. Man ist natürlich auf die Vorlage aus den Aufnahmen angewiesen, aber man kann natürlich schon noch sehr viel Feinheiten rausholen vom Timing her. Es gibt auch noch viel Sauberkeiten noch zu machen, irgendwie Spucke rauszuschneiden. Vorne ist noch irgendwie ein Atmer, irgendwie, der da nicht hingehört. All solche Sachen, also eigentlich das Säubern so des Ganzen und natürlich halt das so synchron wie möglich irgendwie auf das Bild zu schneiden, dass der Eindruck entsteht, tatsächlich diese Leute würden Deutsch sprechen. Die Mischung eines Kinofilms ist der letzte Arbeitsschritt von der Synchronisation. Ich bin Christophe de la Chevalerie und ich bin verantwortlich für die gesamte Mischung des Films. Bei der Mischung kommen alle Bausteine, die vorher erstellt wurden, zusammen. Das heißt, wir bekommen zum einen die originale Tonmischung von dem Film und wir bekommen die Mischung in einzelnen Bauteilen. Das kann man sich so vorstellen, wir bekommen den Dialog, wir bekommen Musik, Effekte, alles Mögliche getrennt. Und dann kommen natürlich die ganzen Sprachen, die wir vorher in den Ateliers aufgenommen und die dann geschnitten wurden, auch bei mir an. Und all das kommt dann bei mir zusammen und wird dann gemäß dem Original zu einem neuen Gesamtfilm zusammengemischt. Für die klangliche Mischung bin ich im Wesentlichen alleine verantwortlich. Ich habe aber durchaus Hilfe. Zum einen sitzt immer ein Cutter oder eine Cutterin bei der Mischung dabei, die einem sowohl bei der Mischung hilft, als auch den Synchronschnitt nochmal überprüfen kann. Zum anderen sitzt beim Kinofilm der Kunde mit in der Mischung, der die Gesamtverantwortung trägt. Und der mischt sich natürlich auch in klangliche Belange ein, auch in Synchronbelange ist er auch verantwortlich für die Gesamtperformance eines Films. Das heißt, das ist dann ein Zusammenspiel mit mehreren Leuten, wie man den Film dann fertig macht. Mit dem Originalton passiert eigentlich, wenn man es aus technischer Sicht betrachtet, eigentlich nichts. Aber er ist natürlich für mich extrem wichtig als Referenz. Das heißt, wir hören uns den O-Ton nicht nur auch szenenweise an, sondern auch sehr, sehr kleinteilig hört man, wie klingen die Schauspieler, wie klingen die Räume, wie klingen Effekte, was haben die im O-Ton gemacht, was haben die sich da dramaturgisch bei dem Ton gedacht. Und das versuche ich dann bei meiner Mischung zu adaptieren. Also es geht nicht darum, dass ich den O-Ton 1:1 technisch nachbilde. Das ist auch gar nicht möglich, weil einfach unterschiedliche Sprachen auch unterschiedlich funktionieren. Das heißt, man versucht, den O-Ton zu verstehen, was man sich dabei gedacht hat, und zu adaptieren und das Adaptive dann in der deutschen Mischung nachzumachen. Für die Mischung von Once Upon a Time in Hollywood haben wir ungefähr eine Woche gebraucht. Das ist tatsächlich aber nicht immer ganz so linear, wie man sich's vorstellt, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir eine Mischung beginnen, ist es selten der Fall, dass alles, was wir für eine Mischung brauchen, tatsächlich schon da ist, da die Zeitpläne sehr, sehr eng gestrickt sind. Das bedeutet, man fängt eine Mischung an, man stellt hier und da immer noch Probleme fest, man nimmt häufig parallel auch noch was auf. Das heißt, man muss auch häufiger hin und zurück springen, hat häufig noch auch neue Tonversionen während der Mischung, was bedeutet, dass man auf viele Eventualitäten reagieren muss und dadurch eine Mischung nicht ganz so linear verläuft, wie man sich das wünschen würde. Tatsächlich höre ich mir die Filme, die ich gemischt habe, eigentlich auch alle im Kino noch mal an. In vielen Fällen bin ich dann tatsächlich nicht mehr beim Ton, sondern beim Film und höre eigentlich gar nicht mehr, was ich gemacht habe, was, glaube ich, eigentlich das beste Zeichen für eine Mischung ist, wenn man sie nicht mehr hört. Eine gute Ton- und eine gute Synchronfassung ist für mich, wenn ich sie nicht bemerke, weder von der Synchronität noch vom Klang noch von Effekten und wenn ich wirklich das Gefühl habe, das ist der gesprochene Ton vom Set gewesen. In dieser Stadt kann sich alles ändern. Einfach so. Hey, du bist Rick Superstar Dalton. Vergiss das nie.